So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Trine 4. Und das reimt sich sogar, wie wunderbar. Im Garten, da sterben nur die Harten und der Prinz, der läuft davon, den schnappen wir auf dem Balkon. Würde ich mal sagen. Also besser kann man das nicht reimen. Was bist du? Ah, verdammt, das kann ja nur ein Ding eingefroren sein, ne? Aber wir können auch hier unten rein. Oh, okay. Okay, alles klar. Ich stotter hier ein bisschen. Also hier kann man draufstehen. Da ist ja schon mal so ein Eisding. Das möchte ja was behaupten. Was wäre, wenn... Wir machen nochmal das hier schnell runter. So. Dann glaube ich. Ich nämlich... Okay. Ja, ich... Wie rum ich es mache, ist eigentlich egal. Aber dass wir jetzt eine Kiste da machen. Ich hätte es jetzt halt hier hingemacht. Und das da oben eingefroren. Ich glaube, das wäre auch cleverer. Andernfalls könnte man die Kiste auch auf die Plattform stellen, aber... Mit der Kiste hätten wir auch eine Möglichkeit, dann da hochzuspringen. Das finde ich dann auch irgendwie so ein bisschen cleverer noch. So. Und siehe da, es funktioniert. Wir können nur eins von euch beiden dich einfrieren. Aber das gibt uns schon mal einen sichereren Weg. Sprachfehler sind heute wieder steil vorhanden. So, dann machen wir da einmal kaputt. Lasst uns rein. Das war ja schwer, hier reinzukommen. Mensch, das war ja ein richtig krasses Secret. Oh, dürfen wir jetzt schwimmen gehen? Ah, ich sehe. Es geht nicht unbedingt tief. Schade. Aber wir können wieder Eislose machen. Was wir in Trine irgendwie viel zu selten verwenden, weil... Man kann auch so viele anderen Arten irgendwann übers Wasser. Naja. Oh. Prinz Elius, rennt nicht weg! Ihr könnt den Zauberern erzählen, dass ich immer noch ihren sinnlosen Talisman trage. Und was macht dieser Talisman? Er soll Traum und Wirklichkeit trennen, aber er ist zu schwach, wie man sehen konnte. Oh. Ja, dann geh doch zurück zu denen und die soll dir einen stärkeren geben oder so. Nur ein Vorschlag, Selius, nur ein Vorschlag. Ich kann dich zu nichts zwingen. Oh. Yes. Das war ein großer Tropfen, oder? Da oben. Das heißt, der. Kommen die Fähigkeitspunkte immer bei 80 wahrscheinlich. Dann kommt bald unser neuer Fähigkeitspunkt, aber erstmal. Ramba, 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 Zamba. Ich sehe nichts, wenn hier unten alle Gegner auf einmal da sind. And that's it. Und meine meine fast Lieblingsstelle. Das ist ja wie das eine Rätsel nur schlechter. Können wir hier tauchen? Darf nicht pflanzen. Nein. Was passiert, wenn wir auf dir stampfen? Robuste Pflanze. Okay. Wir haben uns vorhin so schön von Eispfeilen erzählt. Dann wollen wir das auch so machen. Klatsch. Wir kämpfen also gegen Träume. Manifestation des Unterbewusstseins. Möglich. Träume? Oh, diese Wölfe. Kein Wunder, dass die sich in Luft aufgelöst haben. Ah, ich muss unten eine Box machen. Knapp. Komm, ich sterb einfach. Clever. Muss man natürlich anders machen, wenn man nicht den unbegrenzten Modus hat, aber... Klonk? Klonk!
Und bitte einmal hochfahren, wieder den Computer aufmachen. Und wir sind ja, die Kisten sind ja robust, alles klar. Wir haben hier drei Dinger, die schießen. Hätten wir eine Planke, können wir natürlich oben beide so belegen. Ich mach's, glaube ich, am cleversten. Ja, einfach da drauf, ja. Oh, nix. Schon nächster Kampf. Au. Chill doch, chill doch. Oh, yes. Das war der Elektroschock, den ich mir erhofft hab. Oh, war der schön. Ein Fähigkeitspunkt total gelohnt. So, komm doch. Du auch noch her. Das war toll. Celius rennt da im Background immer noch umher. Warte mal, da oben ist der Schalter. Wir müssen aber erst betätigen. Ach so, oh, ich sehe es. Ach, ich finde diese Konstruktionen so nice. Na, okay, warte noch ein bisschen. Nein, komm zurück. Komm noch ein bisschen näher. So. Ich finde die Konstruktion so nice, was. Oh. Ich liebe dieses Spiel. Oh. So, machen wir so. Dann bumm. Bumm. Und dann können wir das wieder zerschneiden. Und dasselbe Spiel, aber. In der anderen Richtung. Herrlich, herrlich. So. Man kann nicht so drehen. Ich sehe schon, du willst wieder auf das Eis gehen, oder? Dass wir... Oh, ich komme nicht mehr zurück. Oh nein. Ich stelle es mir im Multiplayer halt auch noch so richtig, richtig cool, lustig vor. Andererseits, wer braucht Eis, wenn wir so eine Kiste haben können? Kisten sind viel cooler. Guck mal, da können wir bestimmt oben. Also erstmal können wir da rein. Nee. Verdammt. Gut, vielleicht brauchen wir doch Eis. Ich mach das so einmal ganz schnell. So, hoch. Oh, wie überraschend. Hier ist ja was versteckt. Was ein Rätsel. Ach cool, so einmal im Kreis laufen. Oh, das ist halt auch in so Rosen. Es sieht so schön aus. Warum sieht das so schön aus? Oh, Trine 1 bis 3. Super Spiele. Trine 4. Oh. Es tut mir leid. Es nimmt mich so mit. Es ist halt wirklich. Es übertrifft so hart meine Erwartungen. Hier kommt wieder mal ein Kampf. Nee. Also das. Oh. Es übertrifft in allen Maßen meine Erwartungen. Okay. Der dritte Teil hat sie ein bisschen gesenkt. Gebe ich zu. Mogeln wir uns einfach dadurch. Hat es ein bisschen gesenkt, aber der Teil jetzt wieder. Ist das schön. Gut, aber wir haben auch für genügend Verbesserungspunkte haben wir. Rollende Gefahr. Jede Freischaffende muss sich dann und wann aus der Zwickmühle befreien. Leicht gemacht mit einer schnellen Rolle vorwärts, die eine Spur giftiger Verheerung hinterlässt. Okay, andernfalls, wenn wir Punkte sparen, dann können wir irgendwann auch teleportieren und Hüpfkugeln machen und so. Ich lass mal den Punkt. Hey, da war noch Prinz Celius, warum werden wir von euren Wölfen und Spinnen angegriffen? Wollt ihr uns töten? Nein, die Albträume tauchen von allein auf. Ich kann sie nicht kontrollieren. Mist, er ist weg. Genau, da ist doch was unter mir. Unter uns.
Among Us. Und die Kiste wollen und brauchen wir für Sweet Erfahrungspunkte. So. Oh, ein Vogelkäfig. Ach, wunderbarer Ort für einen Kampf. Was ist denn mit der Kugel da hinten los? Die ist zu uns hingegangen, abgeprallt und dann weg. Chillig. Oh, und die Blitzattacken, die schmeißen die Gegner auch runter. Mega chillig. Oh, ganz oben ist ein Erfahrungspunkt. Interesting. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Obwohl, ja, doch, eigentlich schon. Weil... Keine Ahnung, ich mach's mal auf Nummer Sicherheit. Den kann man nicht einfrieren, okay. So. Und noch mehr Zeug. Okay, wunderbar. Stimmt, uns fehlt ja noch der Brief und der andere Schatz. Kleine Frage. Ist das so gewollt? Ah, ach so. Wahrscheinlich. Da ist der Brief. Lesen. Amadeus, du scheinst schon wieder verschwunden zu sein. Wie wäre es, wenn du zur Abwechslung mal die finanzielle Situation unserer Familie rettest? Das Schulgeld der Drillinge wird mit jedem Jahr teurer und wir können schließlich nicht von Almosen leben. Denk mal darüber nach, Margaret. Oh je, Mini. Ja, wenn man sich schon hier Drillinge zulegt, gebärt. Okay, ist auch nicht geplant. Dann muss man halt auch für die sorgen und für deren Bildung. So, ich hätte natürlich auch gerne den dritten Schatz, weil der ist in der Kapitelauswahl, soweit ich gesehen habe, nicht genau zu sehen. Also da muss man dann halt schon den im Level finden oder halt auch nicht finden. Ist hier nochmal ein Kampf? Nee. Wupp, wupp, wupp. Wenn wir gegen Silius böse Träume kämpfen, haben wir ja Glück, dass er nur vor Wölfen und Spinnen Angst hat. Wohl wahr. Stellt euch mal vor, er hätte eine Drachenphobie. Dann wäre dieser Garten wirklich ein Albtraum. Könnte schlimmer sein. Leere Kuchenteller, schimmlige Kartoffeln. Lassen wir das lieber. Wenn dieser Prinz Albträume beschwören kann, sollten wir ihm nicht noch mehr Pfeile in seinen Köcher der Angst stecken. Vielleicht haben wir ja Glück und das war es an Monstern. Amadeus' hoffnungsvoller Optimismus war natürlich fehl am Platz. Oh, Erzähler. Na, kann... Jetzt, ich will schwingen. Erzählt. Ups. Wupp. Wunderbar. Nächste Station. Da oben ist bestimmt ein Schatz. Okay, wir haben hier einen Schalter. Und wir haben da oben einen Schalter. Und wir haben da einen Schalter. Wir haben drei Schalter. Wir haben aber nur einen... Eine Kiste. Nee. Ja. Wie soll ich denn... Soll ich denn drei Schalter? Also ich meine, gegen einen kann ich springen. Das, ja. Aber...
Hä? Zwei Seile. Was, Wenn man im Multiplayer rumdackelt, das ist okay. Dann können zwei hier an die gegenüberliegenden Sachen springen, ja. Aber wie soll ich... Kann man die irgendwie einfrieren oder so? Oh. Keine weiteren Fragen. Ich komme da nicht hoch, ne? Ich komm. Da oben ist bestimmt der Schatz. Aber ich komme hier wirklich nicht hoch. Obwohl. Ich muss mehr an dieses Swing denken. So. Ja, egal. Egal, ob da Stacheln sind. Weil hier sind fett viele Erfahrungspunkte. Was bist. Da ist die letzte Truhe auf jeden Fall. Hä? Ich bin da gerade Wie ist das denn passiert? Also dich kann man auf jeden Fall rausziehen. Oh, ein Schloss. Da auch ein Schlüssel. Ich glaube nicht, dass das Spiel das so wollte. Aber ich wollte es so. Also weiter. Oh, wie cool. Ah. Nochmal ein Kampf. So. Mal wegklatschen. So, und ja, der Part geht schon zu Ende, aber ich glaube, das Level dauert nicht mehr lang. Also würde ich sogar mal sagen, dass wir... Du bist aber hier ein Tanky. Oh. Dass wir einfach trotzdem mal das Level so weit spielen, wie es geht. Vielleicht schneide ich nachträglich, aber gehst du wieder hoch? Du gehst wieder hoch, natürlich. Hier irgendwie. Also hier haben wir eine Wippe, alles klar. Ja, okay. Wir müssen erst das da machen. Und dann, auch wenn ich Angst habe, dass es eventuell rausgezogen wird oder so, aber so ein bisschen Spannung aufbauen, zu viel Spannung. Zählt. Ja, ja. Hör. Okay, warte. Ich habe dich doch gerade so runtergezogen. Ne, warte, erstmal habe ich die Kiste gesetzt. Ich brauche die Kiste hier drauf. Sonst kann ich dich nicht als Wippe verwenden. Ja. So, dann kommst du runter. Und ich habe dich jetzt hier... Ich meine, ich kann dich auch gerne eins weiter... Es geht einfach durch. Anderer Plan. Ich mach so. Nochmal anderer Plan. Ich mach so. Ups. Dann hat sich alles hier erledigt an Rätseln. Das Burgtor. Endlich können wir den Garten verlassen. Hierhin ist unser Prinz also geflohen. Wir finden ihn in den Ruinen. Ah, ich sag ja, es ist nicht mehr lang. Endlich waren unsere Helden dem dornigen Garten entkommen.
und standen jetzt vor den Überresten einer ehemals majestätischen Burg. Doch nun hingen dunkle Wolken über ihrer einstigen Pracht, und in ihren Schatten lauerten die Albträume des Prinzen. Schloss Heatherwood. Was haben wir denn für... Passt. Zwei. Weißt was? Das lassen wir durchgehen. Und ich habe festgestellt, hier sind die Tropfen pink, wenn man nicht alle gesammelt hat. 4 von 6 haben wir gefunden. Der hoffnungslos überwucherte Garten. Okay, ich finde auch hier wieder nur 2 Ver- haben wir Glück, dass er nur vor Wölfen. Ich habe mir schon gedacht, dass da oben welche sind. Wohl wahr. Und dann dachte ich, es wären Kerzen. Eine Drachenphobie, dann wäre dieser Garten wirklich ein Albtraum. Oh, ich habe es vorher sogar gesehen, dass hier war. Also ich dachte so, okay, da oben vielleicht irgendwie. Ich guck mal. Dann habe ich hier das links und rechts leuchten. Ich dachte aber, es wären Kerzen. Oh, wie dumm. Okay, ja, dann super schnell gefunden. Gut, und wir haben anscheinend auch irgendwie einen Schlüssel. Im Hauptmenü. Gut, das gucken wir am Ende vom Spiel an. Alles klar, dann geht's im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel-Peter. Ciao.